Herzlich willkommen zurück zum 18. Teil unseres Let's Plays zu Vampire The Masquerade Bloodlines. Ja, wir befinden uns mitten im Museum und sollen den Sarkophag von Ankara bergen. Wir haben uns bereits erfolgreich durch den ersten Sicherheitsbereich schleichen können, befinden uns jetzt im zweiten Sicherheitsbereich und sollen den Sarkophag, denke ich, in Kürze hier auffinden. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, ich habe noch etwas vergessen, und zwar ein Skillbuch, welches sich im Sicherheitsraum befindet. Dieses möchte ich natürlich noch aufnehmen, bevor wir diesen Teil jetzt hier im Museum beenden. Bevor wir jedoch weitergehen können, müssen wir nochmal kurz abwarten, bis die Wache uns hier passiert hat. Denn die Gefahr, entdeckt zu werden, ist durch die Wachen und die Kameras natürlich groß. Naja, wir sehen die Wache. Geht ihre Patrouillenrunde gerade an uns vorbei. Wir warten jetzt kurz ab, bis die Wache hier auch wieder vorbei ist und dann können wir in den Sicherheitsraum gehen. Es ist übrigens so, wenn uns die Kamera sieht, dann fokussiert sie zunächst, das ist durch so ein motorisches Geräusch zu hören. Und wenn wir uns dann nicht rechtzeitig verstecken, erst dann werden wir von der Kamera endgültig entdeckt und der Alarm ertönt. Die Wache geht jetzt ihre Streifenrunde. So, das ist nochmal gut gegangen. Was wir hier haben, ist ein Sicherheitsbuch, welches die Fähigkeit Sicherheit erhöht. Wir schauen mal kurz, wir haben die Fähigkeit auf 3 Punkte oder die Fertigkeit in dem Fall. So, jetzt haben wir unseren Wert erhöht auf insgesamt 4. Da habt ihr es gehört. So hört es sich an, wenn wir kurz davor sind, entdeckt zu werden. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Moment wieder warten. Ich gehe die Sachen gerne heimlich an, dass wir nicht entdeckt werden. Wir haben ja immerhin den Auftrag vom Prinzen bekommen, wir sollen keinen Blutbad anrichten.
schleichen wir hier vorsichtig weiter. Oh, hier ist eine Kamera. Wir wurden jetzt entdeckt. Auf den letzten Metern, aber das macht nichts. Die Fragen halt, ist jemand da? Ist aber keiner. Gehen wir mal hier rein. Oh nein, der Sarkophag, er ist nicht mehr da. I can't understand why someone would go through the trouble of stealing a box with a very ancient corpse. This city's not that dull. Beckett, was machen Sie denn hier? I'm an archaeologist. So I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Haben Sie ihn denn nach all dem untersuchen können? Oh, I really wish I had. All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kinds of ridiculous, superstitious assumptions I came here to debunk. Gehenna? Was ist das denn? Armageddon, Doomsday, the end of all kindred. It's a common facet of most mythologies. Fear that the world will end. Many believe Cain and the Antediluvians will return to consume or destroy all kindred. I wholeheartedly disagree. Vorsintflutliche? No one I know has ever met one. But each of the clans and their bloodlines supposedly trace their origin to an original vampire, an Antediluvian. Some swear these grandsires still exist into the present. But then, kindred and kind believe a lot of strange things. Und was ist mit Cain? Cain is the biblical first kindred and founder of the mythological first city, Enoch, a place where kindred and kind coexisted. I believe Cain's a figure concocted to personify the transition from nomadic society to agrarian society. That myth, like most, has been twisted by time. Können Sie mir mehr über die Dünnblütigen sagen? Thinbloods rarely exhibit features or powers of their clan, and many can't embrace. Some are even rumored to have reproduced. Many kindred are terrified that their weak blood heralds the dissipation of every bloodline. Somewhat of an ignorant reactionary response, don't you think? Was gibt es denn noch für Zeichen für ein kommendes Gehenna? What prophecy doesn't have vague, apocryphal signs?
Let's see. The usual ones cited are the appearance of thin bloods, Kane sightings, doom, gloom, that route. Warum glauben Sie nicht an Gehenna? As I said, many cultures have the fear of some form of apocalypse. Kindred believed in these stories when they were human, and naturally carried them over into kindred myth. But it doesn't take a supernatural act to cause widespread destruction. Humans and kindred are just as capable of managing their own destruction as a deity. A self-realized Gehenna warrants more vigilance than a god-induced one, don't you agree? Such is my argument, which so frequently falls on deaf ears. Das ist ja alles ganz schön faszinierend. Wie lange haben Sie schon die Vampirgeschichte studiert, Beckett? For 300 years I've been trying to determine the function of our existence, the kindred's role in the world. I'm not content to attribute it to some act of supernatural biblical vengeance. We exist for a reason. And if it takes another 300, I'll figure it out. Any thoughts? Oh, unser Wert hat sich erhöht. Ich kann mir auch schon denken, welcher. Wir sind Raubtiere, so wie Löwen. Yes, I've heard that theory before. It certainly seems plausible, but there's little proof to support it. Still, it's a better explanation than a divine sentence for manslaughter. Ich weiß es wirklich nicht. My sentiments exactly. But there's time to rectify that. Well, my work here is stolen away into the night. Think I'll do the same. Auf Wiedersehen, Beckett. Wir haben sogar 2 Punkte bekommen. Den Museumsauftrag erledigt, ohne jemanden zu töten. Ja. Wir haben ja noch einen Wert bekommen, der sich erhöht hat. Und zwar unser akademisches Wissen. Ist besonders wichtig für unsere Fähigkeit überreden und die Fähigkeit Recherche, die Bücher zu lesen, die wir finden. Und wie ihr seht, hat sich unser Charakterbogen schon sehr gut gefüllt, obwohl wir eigentlich noch gar nicht so viele Punkte ausgegeben haben. Wir haben das halt clever gemacht, dass wir uns immer die Punkte haben steigern lassen, entweder durch Bücher, die wir gefunden haben, oder durch Personen. Zum Beispiel Nines Rodriguez hat uns ja schon 2-mal geholfen, Fähigkeiten zu steigern. Einmal die Fähigkeit Handgemenge und einmal die Fähigkeit Nahkampf. Im Spiel über wird es noch weitere geben, aber wir werden erstmal dem Prinzen berichten, dass wir seinen Sarkophag leider nicht finden konnten. Get out of my way, man. Halt die Klappe. Gehen wir erstmal kurz zu Chunk. Oh, excuse me, starting to doze off there. Oh, I need to get a guard animal of some sort to alert me when folks come in. Maybe one of them chimps like on that show Ape Detective? That monkey always gets his man. Chunk, ich glaube, du bist der Affe. LaCroix erwartet mich. What? Oh, yeah, Mr. LaCroix is expecting you. For a young guy, he sure likes to work late. Me, I spent most of my youth in the entertainment industry. Yeah, I guarded the sets for over 6 top 10 TV shows. Obwohl es mich nicht die Bohne interessiert, Chunk. Reden Sie weiter. Der quatscht mir irgendwann noch eine Kante ans Bein. So. Sprechen wir mal mit dem Prinzen. Das Ding würde ich gerne mitnehmen. Das sieht interessant aus als Waffe. The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sounder one. And that your decision was the byproduct of a whimsical dart toss. I pronounce the blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions no one else will. Leadership. I wear the albatross. And a bullseye. Mein Prinz, Sie werden in dieser Stadt von jedem als Führungspersönlichkeit respektiert. I've had my fill of sycophants. I need adjutants I can trust.
Ich habe keine Leute getroffen, die gut auf sie zu sprechen sind. Was hat das denn alles zu bedeuten? The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout will be called. Rodriguez's execution is only a matter of time. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head that will sharpen the pikes for. At least I can rest easy in knowing that you, my most promising attendant, has relieved me of one encumbrance tonight. Do you need assistance bringing the sarcophagus up to my office? Was den Sarkophag betrifft, er scheint gestohlen worden zu sein. Stolen? Stolen? How? Who would... Oh, Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. Gary? Wer ist Gary? The Nosferatu Primogen. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew. It's obvious to me now, my mistake. Dinos. I want him found. I want him found. The sarcophagus could be exploited, causing who knows what catastrophe to this city. If it were to fall into the wrong hands. Ich werde Gary und den Sarkophag finden. The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood. But not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but... Nonetheless, he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Find Gary and get him to talk. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the blood hunt and bear the brunt of all consequences. Escort him out. Ja, sagen kann ich nichts mehr. Der Prinz ist nicht gut drauf, dass er seinen Sarkophag nicht bekommen hat. Was für ein Mist. Aber wir haben zumindest unsere Fähigkeit Sicherheit steigern können. Unsere Kenntnisse im Bereich akademisches Wissen. Und jetzt haben wir eigentlich den Auftrag, nach Hollywood zu gehen. Und zwar mit dem dortigen Baron, wenn man so will, den örtlichen Prinzen. Halt nur von den Anarchen zu sprechen. Man findet ihn in der Regel in seinem Juwelierladen. Okay, da gehen wir als nächstes hin. Was ich jetzt noch mache, ist, ich bringe mal kurz Pisha die Götzenstatue. Wir gehen natürlich die Abkürzung. Yes. Hier ist der Gegenstand aus dem Museum. Yes, this is genuine and of use to me. There is something resonating from it. A whisper. I will give you this in trade. It is known as the Odious Chalice. It swells with spilled blood and offers its bloat to its owner. Toll. Ich komme zurück, falls ich noch was finde. Jetzt bin ich gespannt, wie das Teil aussieht. Oh mein Gott, was ist das? Diese perverse Schöpfung eines Zimizi-Fleischformers ist gezwungen, in ewiger Qual den Verdammten zu dienen. Wenn sie Feinde töten, füllt sich der Kelch mit Blut. Sie sollten dem Kelch Respekt zollen, indem sie ihn in die linke Inventarspalte... in der linken Inventarspalte aufbewahren. Nur von dort wird er ihnen erlauben, von seinem Blut zu kosten. Okay. Interessant. Das Teil sieht echt strange aus. Sieht aus ein bisschen wie so ein... Ja, wie soll ich das sagen? Wie so ein Stück Darm. Und er hat zurzeit 0 Blutpunkte gespeichert. Okay.
Dann, verdammt, gehen wir jetzt mal weiter und reisen nach Hollywood. So. Nee, doch nicht. Wir fahren erstmal nach Hollywood. Going somewhere? Ich habe gerade überlegt, ob wir nochmal zu Strauss gehen und mit ihm sprechen. Aber wir fahren erstmal nach Hollywood. So, wir sind jetzt in Hollywood angekommen. I've seen you here before. And if I haven't seen you, neither is Isaac. So that's your next stop. Und wer magst du wohl sein? Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Er ist auf jeden Fall ein Vampir. Dann gehe ich gleich mal dorthin. Ja, das hier ist Hollywood. Wir haben hier einen Supermarkt, den Red Spot. Hotels. Alles, was das Herz beliebt. Sprechen wir mal mit dem Baron von Hollywood. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? Ich suche nach der Nosferatu. So, you've come to barter information with the sewer rats. LaCroix must really be desperate if he stooped to consorting with their kind. And asking for my help, of all peoples. Haben Sie eine Idee, wo ich sie finden kann? Perhaps. However, before we discuss how I might help you, there is the matter of tribute. Mir gefällt nicht, welche Richtung diese Konversation einschlägt, Mr. Abrams. Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Ich verstehe, und was wollen Sie? What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Sie wollen, dass ich den Film hole. Das verstehe sogar ich. Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Ich mache mich sofort auf den Weg und dann reden wir über meine Sache, dass das klar ist. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Danke. Okay, gibt's hier irgendwas, was man sich angucken könnte? Ich glaube nicht. Die Tür ist zu. Dann gehen wir mal ins Internetcafé. Das ist ja der einzige Hinweis, den wir momentan hier verfolgen können. Hier ist ein altes Theater. Oh my gosh, is that you? Everyone was worried sick about you. When you didn't show up and didn't call and nobody knew anything about what happened to you, we thought you were dead. Are you okay? You know what? Never mind. We have to help you. Oh nein, jemand aus meinem früheren Leben. Ah. Ich darf natürlich jetzt nicht so tun, als ob ich es bin, weil sonst würde ich die Maskerade gefährden. Du bist offensichtlich geistig umnachtet. Lass mich verdammt nochmal allein. It's me, Samantha. Don't you... Did you suffer amnesia? Is that it? Let me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Maybe you'll remember something.
The important thing is that they know that you're alive. Ich glaube, du machst einen Fehler. Ich bin doch gerade erst hierher gezogen. Ich kenne dich nicht. Come on, this is serious. I know it's you. Don't you recognize me? It's me, it's Samantha. What happened to you? Tisch ab, dämliches Miststück. Wie ich schon sagte, ich bin gerade erst hierher gezogen. But your face, you look exactly the same. It's uncanny. I can't believe it. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Macht es dir was aus, beiseite zu gehen? Yeah. Sorry. My mistake. Zum Glück. Gehen wir mal kurz und ins Red Spot und schauen uns mal an, was für Ware wir kriegen können. Ich brauche mal vielleicht ein bisschen neue Ausrüstung. The moon is out, everyone's in dreamland and you've tuned into the dead of night. Nobody to fall asleep next to you. Oh, Scheinchen. $25, immerhin. Noch irgendwo hier was? Looks like somebody's been waiting in the queue quite a while to speak to yours truly. So, Carl, why aren't you Welcome to Red Spot, home of the Monstro Chug. 72 ounces of your favorite beverage for 89 cents. You need help or something? Mann, wir haben ja einen begeisterten Mitarbeiter, der für seine Arbeit lebt und ihn richtig aufgeht. Ja, was geht denn hier so ab? Irgendwas Aufregendes oder Ungewöhnliches? Always. You should come out and see my band, A Bowl of Cereal. We're playing tomorrow night at the Cleanatorium. $5, two drink men. We're gonna ruin the place. Interessant. Sonst nur etwas, was ich wissen sollte? Yeah, the Vesuvius rocks. They don't let me in anymore, but damn, the girls are right here. It's like midget smuggling ring in there. Großartig, vielleicht schaue ich da mal rein. Hey, you know, you should really ask me about the special, you know? So, you never sleep at night. Okay, ich beiße an. Was ist denn das Besondere? I'm glad you asked that, bro. Seeing as how you look trustworthy or something. That would explain why my nephew invested that 20 I sent him for his birthday on magic beans. It's always good to know that the future of our country is in good hands, isn't it? You interested? Oh boy. Selbstverständlich, junger Mann. Zeig mal, was du hast. What do you do for a living? Oh, ein Vorschlaghammer. Sehr okay, gut. And what do you do, Roger? Und neue Kleidung so und eine Colt Anaconda. Well, I actually haven't finished any screenplays yet. Interessant. I see. So, have you done any other kinds of writing? Well, just some outlines right now, but I got some really good ideas for some stories that are crawling around in the old. Wir kriegen einen Rüstungswert auf. So, if you haven't really written anything, how can you call yourself a writer? Because I once fixed my toilet doesn't make me a plumber, right? Wie viel kostet das? Is there anyone in this city that doesn't call themselves a writer or actor or director? Don't you think you're doing a disservice to those who actually make their living in those art forms by deeming yourself something you're not or not even trained to do? I think I'm pretty good at knowing what's good writing from bad writing. Well, wouldn't that make you a critic? Let's see if anyone else agrees. Line 2. Den müssen wir jetzt demnächst meiner Zuflucht unterbringen. Das Teil will ich nicht mit mir rumtragen, dieses Mist hier. I'm a personal assistant for a producer at Parasite Studios. Perfect. Und eigentlich könnten wir mal diese kleine Knifte hier gegen die Colt austauschen. 44er Mann, und das ist echt schon apparat. Habe ich übrigens in echt auch schon mal geschossen. Schadenspotenzial 36, 12, das ist Dreifache. Tödlichkeit 14, Tödlichkeit 7, ja, das Teil kaufen wir. Das Teil verscherbel ich. Und das Teil kaufe ich mir. Und natürlich ein paar Speedloader. So. So, wir
gehen jetzt mal hier ins Internetcafé. Da sollen wir einen Rechner finden. UQTU. Ne, das ist nicht der richtige. Der ist auch nicht. Tupecula. Ne, das ist auch nicht richtig. Wir brauchen einen User namens Kafka. Jo, Joseph K. E-Mail. Kafka. Kein Betreff. Triff mich in der Gasse hinter dem Fastbug. Okay, Viruswarnung. Mev hat ein Virus im Anhang dieser Datei gefunden. Der Virus wurde isoliert und eine Benachrichtigung an sniffq@mail.vtm geschickt. Okay, das brauchen wir auch nicht. Was sind denn Anwendungen? Kontostand 56 Cent. Ach Quatsch, so ein Zeug brauchen wir nicht. I beg your pardon. Okay. Wir müssen jetzt hinter das Fastbug gehen und dort den Kontaktmann treffen. Das ist übrigens auch ein geiler Name für einen Club, das Asphole. Ich denke, wir wissen alle, was gemeint ist. Na, hier ist der Kontaktmann. Ja? What do you want? Bist du der Typ mit dem Band? Isaac schickt mich. Yeah? I mean, what? Who the hell is Isaac? I don't know anyone named Isaac. Get lost, pal. Ganz ruhig, du kannst mir vertrauen. Was zum Teufel ist hier los? Alright. Sorry. It's just that... I mean, something is... I just want out of this whole thing. I don't want anything to do with that damn tape. Warum? Was ist denn los? I don't know. I mean, when it comes to video, I've seen everything. And I do mean everything. With this thing, it's sick. It can't be real, but it is. I know it. It's real and it scares the hell out of me. Tatsächlich? So schlimm? Oh, you have no idea. It's disgusting. That girl, the things that are happening to her, it just ain't right, man. It just ain't right. No, something's wrong. Something's after me. I swear to God, something's after me. Was? Wovon redest du da? Every place I go, wherever I look, I see things. In the shadows, my phone rings, I hear something breathing on the other end, and... Shit. I'm out, man. I'm out of this whole thing. Schon gut, schon gut. Gib mir einfach das Band. I don't have it. I stashed it someplace. Look, you need to find Ginger Swans. Huh? What the hell was that? Oh, shit. Did you see that? I'm getting the fuck out of here. Was gesehen? What the... Alter, bleib hier. Oh, der wird wohl in die Kanalisation. Oh, damn, hier ist überall Blut. Es wird die arme Sau hier wohl erwischt haben. Sie haben diese Waffe bereits, abgetrennter Arm. Okay, ich glaube, der hat das Zeitliche gesegnet. Er hat von einer Ginger Swan geredet, die wir finden müssen. Ginger Swan. Okay. Ich denke, wir machen hier für heute erstmal einen Break. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kommentare, schreibt sie rein. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. Also, macht's gut. Ciao.